Hallo zusammen. Das Thema heute ist der Imperativ. Wie immer gucken wir uns zunächst einmal an, was das überhaupt ist, wie der gebildet wird, und danach gibt es noch ein paar Tipps bzw. Besonderheiten, worauf man da achten sollte. Wofür brauche ich jetzt den Imperativ oder wann benutze ich den? Ich habe Ihnen hier mal einige Beispiele aufgeschrieben. Was die alle gemeinsam haben, ist jedoch, sie fordern sie auf, irgendetwas zu tun, also sie sollen etwas machen. Das kann ein Befehl sein, wie im ersten Beispiel, wie zum Beispiel mach die Tür zu, oder auch ein Appell oder eine Bitte, wie zum Beispiel trink bitte nicht so viel. Wie bildet man jetzt den Imperativ? Dafür habe ich Ihnen hier eine kleine Tabelle gezeichnet. Hier oben stehen die Personalpronomen du, ihr, wir und sie. Da fehlen jetzt ein paar Personalpronomen. Zum Beispiel fehlt ich. Ich fehlt, weil man sich ja selber keine Befehle oder Aufträge gibt. Außerdem fehlt noch er, sie und es. Das liegt daran, weil man mit dem Imperativ nur direkt Leute anspricht oder mit denen direkt kommunizieren will oder die zu etwas auffordern will. Deswegen gibt es da keine Form im Imperativ. Sie haben in Klammern jeweils einen normalen Satz, nennen wir das mal normalen Satz. Ganz normal, wie immer hier das Verb an der zweiten Position. Und das ändert sich jetzt im Imperativ. Beim Imperativ ist das Verb immer an der ersten Stelle, wie Sie hier sehen. Außerdem ändert sich zum Beispiel in der Du- und in der Ihr-Form Folgendes, und zwar haben Sie hier das Personalpronomen du und ihr, das fällt weg, das wird einfach weggelassen. Bei du fällt außerdem die Endung st weg, ihr hingegen behält das t, was es auch normalerweise hat, einfach bei. Wir und sie, sehen Sie hier, steht Infinitiv. Was ist das? Das ist die Grundform eines Verbs. Also hier in diesem Beispiel machen und gehen. Das ist der Infinitiv, und der Vorteil hierbei ist jetzt, Sie können diesen Infinitiv ganz normal bei diesen beiden Fällen benutzen. Also Sie müssen hier keine besonderen Verbformen mehr lernen und haben da sozusagen ja weniger zu tun und sind dann relativ leicht auf der sicheren Seite. Im Deutschen benutzt man den Imperativ sehr oft und sehr häufig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach sehr direkt sind und sehr genau und direkt sagen, was wir von Ihnen wollen oder was Sie machen sollen. Kann sein, dass es für Sie vielleicht ein bisschen unfreundlich klingt, wenn Sie deutsche Reden hören, aber normalerweise meinen wir das dann nicht unfreundlich. Besonders hier das kleine Wort bitte zeigt eigentlich immer an, dass man durchaus freundlich ist, man nur direkt sagen will, was Sie machen sollen. Das Problem mit dem Bitte ist, wo schreibe ich das in den Satz hin? Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, wo Sie das Bitte im Satz hinpacken können. Es kommt immer ein bisschen auf den Satz an, wie lang ist der Satz, welche Satzteile gibt es und so weiter. Dementsprechend gibt es auch viele Regeln. Die kann man jetzt alle lernen. Ich persönlich halte davon aber wenig, weil ich glaube, Sie haben dann so viele Regeln im Kopf und trauen sich vielleicht gar nicht mehr richtig zu reden oder so etwas, weil sie halt immer nur an diese Regeln denken und nicht daran, was sie sagen wollen. Also auch hier, wie immer, kommt das mit der Zeit, dann denken sie nicht mehr darüber nach und schreiben oder sprechen das bitte automatisch richtig. Eine kleine Regel habe ich trotzdem hingeschrieben, und zwar einmal beim Personalpronomen, wie Sie oben in der ersten Reihe sehen, das Sie, da kommt das bitte direkt dahinter. Personalpronomen sind zum Beispiel ich, du, er, sie, es, wir, ihr und sie. In der zweiten Reihe haben Sie ein Reflexivpronomen, ein mir. Da gibt es auch noch zum Beispiel dich, mich und so weiter. Das sind alles Reflexivpronomen. Auch hier kommt das bitte direkt dahinter. Aber das ist, wie gesagt, jetzt die einzige Regel, die ich hier gerade benennen will, weil es sonst einfach zu viel wird.
noch kurz ein paar Worte zum Imperativ mit trennbaren Verben. Trennbare Verben kennen Sie vielleicht schon aus einem der vorherigen Videos. Das waren die Verben, die immer ein Präfix, also eine Vorsilbe haben, die vorne am Wortstamm hängt. Hier zum Beispiel das Wort mitbringen. Das mit, das ist die Vorsilbe von diesem Verb. Die Vorsilbe kommt ans Ende, genauso wie es bei den normalen Sätzen, sage ich jetzt mal, der Fall ist. Auch da schreibt man ja das Präfix immer ans Ende. Das Einzige, was hier anders ist, sehen Sie hier am Anfang, das Verb ist nicht an der zweiten Position, sondern an der ersten Position. Hier auch noch ein zweites Beispiel, damit Sie sehen, auch bei längeren Sätzen wandert das Präfix ganz ans Ende. Aber auch das ist ja so, wie Sie es wahrscheinlich schon vom normalen Satzbau her kennen. Wie immer im Deutschen gibt es natürlich noch ein paar Ausnahmen oder hier habe ich es Besonderheiten genannt, damit es ein bisschen netter klingt. Und zwar bei einigen wichtigen Verben, wie zum Beispiel sein, haben und werden. Die habe ich mir jetzt mal rausgenommen. Und zwar sehen Sie einmal bei sein, da haben Sie zum Beispiel in der Sie-Form, die sieht ein bisschen anders aus, seien. Also hier ist ein bisschen anders geschrieben, das N fehlt zum Beispiel und es ist jetzt direkt hier dran gehangen. Bei haben und bei werden habe ich hier jeweils so ein E hinten dran gesetzt. Das bedeutet, es kann sein, dass Sie irgendwo den Satz lesen, zum Beispiel wie hier, habe keine Angst. Das ist die Du-Form, also sozusagen du hast keine Angst. Also hier das ST fällt ja im Imperativ sowieso weg. Hier kann man allerdings jetzt beim Haben ein E schreiben oder hier bei Werde. Das ist allerdings so ein Beispiel für, sage ich jetzt mal, gehobene Sprache. Also das klingt vielleicht auch ein bisschen veraltet und komisch. Normalerweise sagen die Leute einfach nur, hab keine Angst und das E hier fällt sozusagen einfach weg. Also hier, das sind ein paar Besonderheiten, die es natürlich immer gibt. Aber ich habe mir jetzt mal hier diese paar Verben rausgesucht. Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen von mir, die mir noch wichtig waren zu sagen. Und zwar einmal kommt immer die Frage, benutze ich ein Ausrufezeichen oder einen normalen Punkt beim Imperativ? Ich habe jetzt in dieser PowerPoint immer ein Ausrufezeichen benutzt, damit man das ein bisschen besser erkennt. Man kann auch einen Punkt benutzen. Der Unterschied ist folgender. Ich habe Ihnen hier mal zwei Sätze hingeschrieben. Beim ersten habe ich jetzt einen Punkt benutzt. Trotzdem ist es Imperativ. Das ist einfach, sage ich jetzt mal, nicht so dringend oder vielleicht nicht so wichtig für den Sprecher, dass sie die Tür zumachen. Also da ist weniger Nachdruck hinter, sage ich jetzt mal. Bei geh weg, da ist derjenige, der das sagt, wahrscheinlich schon ein bisschen genervt. Vielleicht ist er auch ein bisschen sauer und sagt dann geh weg. Also da ist dieses Ausrufezeichen, heißt dann so ein bisschen hier, es ist jetzt wirklich dringend. Vielleicht bin ich auch sauer. Ich will das jetzt wirklich sofort gemacht haben, sozusagen. Also macht das vielleicht ein bisschen stärker, dieses Ausrufezeichen. Dann noch eine Sache, dass Sie bitte alle Formen benutzen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, diese Sie-Form ist natürlich ein bisschen einfacher für Sie zu lernen als die Du-Form. Bei Du gibt es viele Ausnahmen, Sie müssen nochmal neue Verbformen lernen und so weiter. Was Sie aber bitte nicht machen, jetzt immer Ihnen zu benutzen. Also zum Beispiel habe ich immer wieder Leute in Prüfungen gehabt, das waren dann Ehepaare oder die kennen sich schon seit Jahren und die haben immer in der Ihnen, also in der Höflichkeitsform gesprochen. Das ist dann nicht so, ja, nicht so richtig oder ist einfach falsch. Also wenn Sie 20 Jahre verheiratet sind, dann duzen Sie sich. Dann sind Sie in der Regel nicht so, dass Sie dann irgendwie die Höflichkeitsform von Ihnen oder Sie benutzen. Das klingt dann seltsam oder auch einfach schlichtweg falsch. Also bitte hier alles benutzen, was es gibt und nicht sagen, ja, ist zu anstrengend, ich lerne nur eine Sache. Das bitte nicht tun. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, wie immer, bei den Aufgaben. Ich habe Ihnen hier auch noch an dieses Video ein kleines Handout dran gehangen, wo Sie nochmal kurz die Form und alles Wichtige zum Imperativ finden. Bis dann!